Ja, Leute, was geht Jederzeit ab und und willkommen. willkommen. Wir reagieren auf Parshat. Und zwar hat sie das Format 5 Männer versus eine heimliche Frau. Und zwar diese heimliche Frau ist Parshat. So, sie muss jetzt so tun, als ob sie Mann ist. Und die anderen müssen dann halt herausfinden, dass sie nicht der Mann ist. Parshat, Bruder, vertrau mir, lad mich ein. Ich will das auseinandernehmen. Ich habe schon gerade eben meine Männerstimme gezeigt. Schließt alle eure Augen. Hast du Augen zu? Schließt deine Augen. Schließt eure Augen. Guck mal jetzt. Ich war halt gestern mit den Jungs Fußball spielen. Und als wir danach... Schließt mal jetzt eure Augen, jetzt komme ich. Ja. Guck mal, jetzt tut die Männerstimme. Okay, ich lese mal was vor, weil ich kann gerade nicht so einfach reden. Ich bin ein bisschen nervös. Jetzt keine. Warte, ganz kurz. Ich muss... Kartoffelsnacks mit so... Zutaten. Du, wenn du nur immer, wenn Tutti Männerstimme macht, Leute, dann ist sie die Stimme dumm. Wenn Tutti eine Männerstimme machen will, dann stellt sie ihre Stimme einfach nur dumm. Das ist für sie der Mann. Warte, Zutaten. Guck, das ist doch kein Ihr Mann. Ihr müsst lachen, Mann. Ist okay, komm mal runter jetzt. Konzentrier dich. Kartoffelpulver. Ganz kurz, Kartoffelpulver. Man denkt Marokkaner, Bruder, aus Dorf oder so. Kartoffelpulver. So spreche ich die Sachen plötzlich falsch aus. Einfach Akzent bekommen plötzlich. Dann haben wir noch Sonnenblumen und Raps. Einfach Farid Bang. Okay, Leute, wir gehen rein, let's go. Ich bin ein Mann. 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 Und ich bin Parshat. Ciao. Oh, sorry, ich hab mich wieder. Ich habe mir diesen Bart selbst aufgemalt, weil ich heute es richtig ernst meine. Ich will heute gewinnen. Gewinnen! Ich muss heute 5 Männer davon überzeugen, dass ich auch ein Mann bin. Jeder von ihnen bekommt Augenbinde und Kopfhörer. Und jetzt kommt auch der Clou. Unsere Stimmen, die wir über die Kopfhörer hören, sind so verzerrt, sodass man gar nicht checkt, ob jetzt ein Mann spricht oder in dem Fall die Verräterin, also ich spreche. Ich schau One Piece. Erraten Sie meine Identität und haben Sie gewonnen. Okay, aber wenn ich Sinn. Bis zur letzten Runde aushalte, durch all die Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, dann bin ich die Siegerin. Viel Spaß bei der Folge. Ich bin Spieler 1, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Ich bin Spieler 2, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Frankfurt. Ich bin Spieler 2, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Ich bin Spieler 4, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Ich bin Spieler 5, 29 und komme aus Offenbach. Ich bin Spieler 6, 45 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Eine Frage an alle in der Runde. Welcher Superheld wärst du gerne? Am liebsten wäre ich... Ich glaube, Jungs würden irgendwas Cooles, weil Mädels würden sowas sagen wie, das ist ein Spider-Man. Ich hätte Spider-Man gesagt. Ja, aber das ist sau weiblich, glaube ich. Ich glaube, Jungs sagen sowas wie, ja guck, ich glaube, das ist... Wie so Pichu in deinem Mund, dann ist so zu... Hulk. Oh Mann, das Hulk. Ist unwitzig, Hulk, ey. Ja. Lacht bitte ich glaub, nicht, Jets, sei unwitzig. Iron Man gehen. Spieler 3 sagt auch Iron Man. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ja, was würden denn Männer antworten? Iron Man? Warte, du musst Chat wieder ausmachen. Ich dachte, die sagen sowas wie Doctor Strange oder so. Ich dachte sowas, weißt du, wo es auch so um Thematik und so gibt. Weil Spider-Man ist so girly eher, oder? Ich sag Spider-Man. Iron Man. Spieler 1. Wie heißt Iron Man mit richtigem Namen? Tony Stark oder Robert Downey Jr.? War das jetzt eine Frage an mich oder eine Antwort von dir? Das war eine Antwort, okay. Wie Iron Man heißt. Okay. Ich habe mal eine Frage an alle. Welches Parfüm benutzt ihr? Ich benutze S. Oliver Original. Ich habe ein paar Parfüme mehr, da wechsle ich immer so ein bisschen. Ich glaube wahrscheinlich von Jean Paul Gaultier Le Male. Spieler 3. Von Hugo Boss. Bottled heißt es. Okay. Von Gucci Dark Knight. Das gibt's doch gar nicht, Knight. Oder? Ich weiß nicht, aber Ben hat die gute getribbelt. Hugo Boss sag doch Standard. Einfach Dior Sauvage. Das ja, ist das einzige ist so Männerparfüm, das ich kenne. Weil du eine Frau bist. Du musst ja so tun, als wärst du ein Mann. Dior Sauvage, du wirst direkt, dass du eine Frau bist. Das ist so das Erste, was einer Frau einfällt. Nee, aber wenn ich jetzt meiner männlichen Person da schenken müsste, also ein Parfüm, dann hole ich immer Dior Sauvage. Ja, schon, krank. Schon klar. Du musst ja so tun, als wärst du ein Mann. Okay, was hättest du gesagt? Ich hätte auch irgendwas zu Hugo Boss oder so. Oder hätte gesagt, sowas, keine Ahnung wie. Ich hätte einfach gesagt, bei Aldi gab es letztens. Hate oder Intense oder so. Hugo Boss Bottle. Okay. Mich würde interessieren, ob ihr Animes guckt und wenn ja, was euer Lieblingsanime ist, angefangen mit Spieler 1. Auch. Im Moment schaue ich ganz gerne Frieren. Sailor Moon. Und Naruto habe ich sehr gerne geguckt. Okay, Spieler 3. Ich schaue aktuell One Piece und ansonsten Jujutsu Kaisen, falls es euch was sagt. Dann noch Spy X Family. Spieler 4. Und sowas gucke ich nicht. Okay, Spieler 5. Früher mal Dragon Ball und One Piece, jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich schaue keine Animes. Fang an bei Spieler 1. Ich sag 1. Spieler 4. Ich sag Spieler 6. Ich sag Spieler 4. Ich sag Spieler 1. Ich sag Spieler 1. Spieler 4.
Spieler 3. Alter, die haben die einfach nicht rausgekickt. Aber die hat auch gute Antworten, ich sag euch ehrlich. Aber weißt du, es wäre noch krasser, wenn sie das schaffen würde mit ihrer echten Stimme, die sie aber verstellt. Ja, verstehst ja, du? Ja, aber ich glaube, das ist unmöglich. Krass. Doch, das ist möglich, weil dieses Format hat ja auch Better Squad. Ja, genau. Der hat so getan, als ob er ein alter Mann. Genau, alter Mann oder Frau. Genau, und danach mussten die gucken, ob er alt ist oder jung. Ja, ja, das hat er auch geschafft. Ja, das ist auch geil. Hast du einen Lieblingsanmachspruch? Nein, also halte nichts davon, irgendwie mit einem Billo-Spruch jetzt zu einer Dame zu gehen und sie jetzt anzumachen. Du hältst nichts von einem Anmachspruch. Bro, das ist übel peinlich. Hast du einen Anmachspruch oder? Also ich benutze keine, aber es gibt schon lustige. Spieler 1, was für Anmachsprüche benutzt du denn? Ich nutze keine Anmachsprüche. In der Regel funktioniert Hi am besten. Aber es gibt ein paar echt witzige. Okay, Spieler 2, mit was rasierst du dich? Mit deinem Rasierhobel. Spieler 5. Mit diesem Philips Wombart und Klinge. Spieler 6. Ich habe einen braunen Rasierer. Spieler 1. Ich fange mit einem braunen Trimmer an und rasiere dann an den Stellen nochmal nach mit so einem feinen Rasierer, wo der Bart weg sein muss. Mich würde mal interessieren, was ihr eurem Friseur sagt, wenn er euch fragt, wie ihr euch die Haare schneiden soll. Sagt so, nur die Spitzen. Aber das kennt Spieler 1 auch wirklich sagen. Ich gehe nicht zum Friseur. Okay, wer schneidet dir die Haare? Ich manchmal, aber sonst eigentlich fast gar nicht. Okay, Spieler 3? Ganz klassisch, Seiten auf 0. Okay, Spieler 5? Jetzt im Sommer Buzzcut und im Winter einfach ein bisschen länger. Ich sag zum Friseur, mach mich so hübsch, als wenn du mit mir ausgehen möchtest. Da haben wir doch einen Anmachspruch. Spieler 1, wie viel Eiweiß isst du am Tag? Ich versuche ungefähr 100 bis 120 Gramm Eiweiß am Tag zu essen. Und wie viel wiegst du aktuell? Knapp unter 80. Mich würde zuerst mal interessieren, bevor ich dir eigentlich die Frage stelle. Da wird man nicht von ausgehen, dass es ein Mann ist, weil die ganze Zeit alles dagegen spricht. Obwohl, ein Mann kann auch unter 80 wiegen oder längere Haare haben und die Spitzen nur schneiden. Aber es ist halt so, wenn man ihn sieht, wenn man sich so denkt, ach so, okay, weißt du. Aber wenn man kein Bild vor Augen hat und er geht zum Friseur, und das machen halt meistens Frauen, die gehen so einmal im Monat oder so gefühlt. Und er geht so voll auf die Seite irgendwie. Also verstehst du? Er gibt eher so die Antwort wie eine Frau. Ob jeder von euch ins Fitnessstudio geht? Nein, ich trainiere zu Hause. Okay, was machst du da? Calisthenics und Kurzhantel. Zum Beispiel Klimmzügen, wie viel Wiederholung machst du da? 6 bis 10. Wie ist es mit dir, Spieler 3? Ich gehe boxen. Okay, machst du noch was aus der Boxen? Nein. Wie lange boxst du schon? Seit ich mich 13 bin ungefähr. Oh, okay. Welche Gewichtsklasse boxst du? 80 Kilo. Und das ist welche Klasse? Leichtgewicht. Hast du nach Klasse gefragt? Mhm. Mittelgewicht, 80. Genauso, ja. Spieler 6, was ist das Merkmal an dir, worauf du gehst? Leichtgewicht, nee, ich kenne mich mit Kilo nicht so aus, aber nee, ich glaube, es gibt Federgewicht, Gleichgewicht, dann Mittel, ja. Aber ich glaube, dann gibt es noch so mittelschwer, irgendwie so ein Ding, und dann gibt es nochmal schwer. Ach, keine Ahnung, Leute. Die meiste Aufmerksamkeit legst von deiner Äußerlichkeit, also Erscheinung. Wer hat die Frage gestellt? Worauf achtest du am meisten? Wer bist du mit der Frage? Spieler 1. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das Merkmal mein freundliches Gesicht. Fangen wir an bei Spieler 1. Spieler 5. Spieler 6. Spieler 1. Spieler 1. Spieler 1. Oh. Frage an alle in der Runde. Welches ist euer Lieblingsauto? Bei mir ist der BMW E38. BMW M440. Bei mir ist es wahrscheinlich Mustang. Vor allem so die Oldtimer-Reihen. Dein Lieblingsauto? Der BMW Z8. Weiß jeder von euch, wie man bei einem Auto den Ölstand misst? Mit dem Stab. Okay. Weißt du das auch? Ja, klar. Das ist wieder eine Frage an alle Spieler. Was macht ihr, wenn ihr unter euch seid mit euren Jungs? Oh, wir schauen Fußball, quatschen über dies und das. Wir gucken Sport, grillen, hängen ein bisschen ab, also nichts Besonderes. Wir zocken FIFA. Spieler 3, welches Wochen. FIFA? 24. Wie heißt das? Oh. Muss ehrlich sein, keine Ahnung, ich zocke einfach nur mit. Okay. Also weißt du nicht, wie das neueste FIFA heißt? Oder was soll ich sagen, ich bin jetzt kein großer FIFA. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Okay. FIFA, oder? FIFA 24. FIFA 24, aber das hat doch so einen Namen. Ja, heißt der Mbappé einfach drauf?
Ich muss kurz schauen. Das heißt nur FIFA 24, FIFA 25, so. Da ist Haaland drauf. Laber nicht. FC 24? Hä? Heißt es nicht mehr FIFA? Warum heißt es FC? Das heißt EAFC 24. Was ist das denn für ein Remix? Keine Ahnung. Zucker, danach eine Pfeife rauchen. Ist jetzt mir jetzt kein Zocker, aber wenn, dann zocken wir halt ein bisschen. Was sagst du denn noch aus der FIFA? Gar nichts, Bruder. Es ist einfach mit den Jungs ein bisschen locker zocken. Eigentlich gehen wir mehr feiern. Auf Gibson, falls euch was sagt. In Gibson? Ja. Und ihr kommt dann nur mit Jungs rein. Oder jetzt auch mit Mädels, also. Tanzt du dann auch andere Girls im Club an? Also das ist der perfekte Clip. Das zeigt, wie viel Ahnung wir haben von FIFA. Mit Neymar drauf. Voll krass. Ist nicht Neymar. Das ist Mbappé. Das zeigt genug, Leute. Das sagt genug, okay? Ich dachte, wir hätten damit abgeschlossen. Hast du gerade Girls gesagt? Ich habe gefragt, ob du im Club auch andere Girls antanzt, ja. Nee, das ist dicke peinlich. Tanzt du Girls an im Club, Bro? Nein, ich gehe nicht in den Club. Was machst du dann, Spieler 2? In meiner Freizeit, meinst du? Ja. Wenn ich mal Freizeit habe, dann mit den Jungs eigentlich mehr zu Hause chillen. Ich hab eine Frage an alle. Wenn ihr mit irgendeiner Chaya rumgemacht habt und es kommt zu nichts, was tut dann am meisten weh? Was tut am meisten weh? Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, auf was du hinaus willst. Jungs. Okay, die Zeit ist jetzt auch um. Sorry. Die ist raus in der Runde, das war's. Wir kommen jetzt wieder zu dem Voting. Ich würde Spieler 3 rauswählen. Spieler 2. Spieler 3. Spieler 3. Oh, was war's? Könnt ihr die Leute andere raus wie ein Junge? Ganz kurz, was könnt ihr rauslaufen wie ein Junge, Leute? Für die anderen Spieler, bitte einmal die Hand heben, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt die Frau aus dem Spiel eliminiert. Und wollt das Spiel beenden. Okay, wir spielen weiter. Aber welche Mau? Keiner kennt doch neueste FIFA-Version, oder Leute? Frage. Keiner kennt das. Keiner kennt. Aber Jungs schon. Welches? Aber die Leute sagen, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass FIFA irgendwie den Vertrag gekündigt hat oder so. Und das ist jetzt, das Ding heißt nicht mehr FIFA. Irgendwie wird diese Welt immer düster. Ja, guck mal, cool, FIFA heißt nicht mehr FIFA. Und ich glaube, die Fußballer werden bald nicht mehr Adidas tragen, sondern Nike. Also ja. Es wird gruselig auf jeden Fall. Fußball ändert sich, ja. Das Duschgel benutzt. Neue Ära. Ja, überspringen wir das, weil ich sag dir ehrlich, da ist jetzt Paschat nicht mehr dabei, also das Mädchen. Überspringen wir das jetzt? Du hast es schon übersprungen. Ich habe schon übersprungen. Und wenn ihr das Spiel beenden wollt. Guten Tag. Hallo. Schon recht sauer auf euch. Ich bin ein Fußballer, wusste ich sofort, wer du warst. Ich bin extrem sauer wegen dieser FIFA-Geschichte, weil es heißt doch einfach FIFA. FIFA 22, es gibt doch auch FIFA 18. Und jetzt heißt es FIFA EA, was? EFC oder so, das hat seit dem letzten Spiel. Nix oder so, wenn du es nicht beantworten kannst, wieso muss ich es beantworten? Das heißt nicht FIFA irgendwie EAFC oder sowas. Und was heißt es? EA ist der Publisher, FC Football Club nehme ich an, 24. Jahr. Ja, seit dem letzten Teil. Ey, danke an euch alle fürs Mitmachen, es war mir ein Riesenvergnügen und ich werde in meinem Leben nie wieder ein FIFA anfassen, nie wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Genau. Sehr, sehr, sehr geil geworden, Leute. Voll das süß. Hat voll Spaß gemacht. Ja, okay, Leute, das war's mit der Reaction. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Like, kommentieren, abonnieren. Ansonsten sehen wir uns morgen einfach. Ganz entspannt um 20 Uhr. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.